Hi ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch und ja, ich bin furchtbar müde. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ja, es ist das alljährliche Ding mit der Zeitumstellung und eigentlich ist das so unhuman. Und meine Mama hat mir dazu gesagt, dass Montieren und kleinen Kindern das wohl nicht, dass es denen, bei denen nicht möglich ist, das denen so bewusst zu machen. Oder dass man da eben anders agieren muss, damit sie trotzdem zur richtigen Zeit aufstehen. Und da hat sie wohl früher, als ich klein war, ganz schön getrickst, damit ich nach der Zeitumstellung trotzdem noch rechtzeitig zur Schule kam. Ja, die guten alten Zeiten. Ja, aber weil eben heute jetzt gerade Zeitumstellung ist und weil es eben gerade so aktuell ist, habe ich mir wieder was anderes eingefallen, nämlich der berühmte Spruch, wenn man müde ist, den ich immer wieder von meinem ja, Bekanntschaftskreis zu hören bekommen habe. Nämlich, wenn ich gesagt habe, ich bin zurzeit so müde, habe ich immer zur Antwort bekommen, ja, das ist ja kein Wunder, mach doch mal Sport oder beweg dich oder steh halt früher auf. Wo ich mir dann immer gedacht habe, oh nee. Also meistens bekomme ich den Spruch so im Sommer reingedrückt, dann ist es knallehell. Ich denke mir, ich bin schon froh, dass ich überhaupt noch bis zur Toilette komme. Und dann kriege ich noch diesen Spruch gedrückt nach dem Motto, ja, wenn du dich mehr bewegen würdest, wenn du mehr machen würdest, dann würdest du auch nicht so müde sein. Wo ich mir dann immer denke, ja, ich glaube nicht, dass es wirklich einen Unterschied machen würde. Weil wenn du nicht mal die Kraft hast, um dich zu bewegen, wie sollst du dann einfach mehr Bewegung in dich rein, in deinen Alltag reinbringen? Oder wie sollst du dann mehr machen, damit du dann wieder nicht müde bist? Weil du bist ja müde und kannst dich eigentlich nicht bewegen. Also wie das funktionieren soll, habe ich noch nie so pro verstanden. Und ich fand den Spruch auch immer total blöd, muss ich ehrlich zugeben. Ich verstehe natürlich, dass Leute, die viel machen, natürlich sagen, man wird dann viel später müde, weil man ständig was zu tun hat. Aber wenn ich für mich persönlich manchmal die Zeiten hatte, wo ich einfach mehr gemacht habe, wo ich mehr unternommen habe, dann bin ich früher müde geworden. Es war nicht so, dass ich dann nicht müde geworden bin, dann bin ich eben noch früher müde geworden. Und da ist es eben... Ja, übrigens, bevor ich es vergesse zu erwähnen, ich bin mal wieder nicht alleine. Wir haben hier kleinen Leo da. Und ja, gut. Aber es ist für mich oft so, dass ich es schwierig finde, diesen Spruch, diese Sprüche an sich, die bei dir helfen, anderen mitzugeben. So diese Tipps, die du für dich vielleicht so hast, aber wo du nicht weißt, ob es dem anderen auch hilft. Oder auch sowas wie... der frühe Vogel fängt den Wurm. Dann habe ich mir immer gedacht, ja, der späte Vogel wird vom Vogel nicht gefressen. Also, das war so meine Ansicht. Ich war lieber der späte Wurm, der nicht vom Vogel gefressen wurde. Und dann habe ich mir immer so überlegt, also, ja, es ist ja schon wahr, dass wenn man früh aufsteht, dass man viel mehr erledigen kann, dass man viel mehr machen kann, dass man viel mehr erlebt, dass man viel auf höheren Tag hat, aber andererseits, wartet mal eine Sekunde. Entschuldigt, Leo wollte gerade unter das Ehebett von meinen Eltern drunter krabbeln und da hätte man nie wieder gefunden. Mein Tipp an ihn, legt dir doch einen weißen Streifen so fluoreszierend auf dem Rücken zu, dann können wir mal drüber reden. Ja. Aber wie ich schon gesagt habe, ich fand es immer furchtbar, wenn man diese Tipps bekommen hat. Entschuldigt, ich weiß einfach nicht mehr, wo ich gerade war. Ich bin abgelenkt worden von kleinen, großen, blubbernden Augen. Und ich fand es immer als Kind schon furchtbar, wenn man diesen Tipp bekommen hat, mach Sport, damit du fitter wirst. Nur damit du dann die Bewegung hast. Ich habe mich immer gefragt, also ich für meinen Teil, ich mag Sport ja überhaupt nicht. Busfahren mag ich aber auch nicht, aber ist eine andere Geschichte. Und ja, dann habe ich mich immer so als kleines Kind schon gefragt, was soll es mir eigentlich bringen, wenn ich auf dem Laufband rumrenne oder wenn ich vor der Tür mir halb den Körper wegschwitze und ob das dann wirklich vitaler macht. Was ich natürlich dann, als ich etwas älter war, herausgefunden habe, ist, dass wenn man Eisenmangel hat, dann kann es manchmal passieren, dass man tatsächlich tendenziell eine Zeit lang müder wird und dass es schlapp macht.
Ich nehme eh schon immer Eisenpräparate und bin trotzdem müde. Also, es hilft nicht so viel. Ja. Also bei mir jedenfalls nicht. Oder ich muss eben noch mehr Eisen nehmen. Wer weiß. Ja, auf jeden Fall. Ich fand immer diesen Gedanken, früh aufzustehen, um Sport zu machen, irgendwie. Oder früh aufzustehen, um irgendwas zu machen, immer furchtbar, weil ich mir dann immer die Frage innerlich gestellt habe, ja, was soll ich denn dann überhaupt machen? Ich meine, dann stehe ich halt früher auf und dann, was soll ich denn damit, also nur damit ich früher aufgestanden bin, um dann was zu tun oder was zu haben, da passiert dann auch nicht irgendwie so viel was Besonderes. Ich meine, die Welt ändert sich jetzt nicht nur, weil du, sagen wir mal, 2 Stunden früher aufstehst, oder? Können wir tun. Ja, aber das sage ich ja, wenn man nichts zu tun hat und früher aufsteht. Dann ist dann den Feldern zu stehen. Ja, das ist eben das Problem. Deswegen fand ich aber den Tipp von den Leuten, die mir gegeben haben, so blöd, weil der Tipp an sich mag ja vielleicht gut sein, du kannst mehr erledigen. Aber um mehr zu erledigen, musst du erstmal mehr zum Erledigen haben. Wenn du nicht mehr zum Erledigen hast, dann reicht es dir doch, wenn du auch später aufstehst und dafür ausgeschlafen bist. Ja. Ja, also, es tut mir leid, ich. Also, der kleine Mann, der ist eindeutig viel zu früh aufgestanden, weil der krabbelt schon an, der krabbelt an unseren Türen hoch. Der hat viel zu wenig zu tun. Und das ist nämlich die andere Sache, wenn man nichts zu tun hat und dann die ganze Zeit irgendwie. Ja, nutzt mich halt als Sprungschanze. Wenn man nichts zu tun hat und dann früher wach wird, dann hat man ja Langeweile. Und aus Langeweile kommen meistens ganz blöde Gedankengänge, zumindest bei mir immer in Gange. Und dann mache ich irgendwelchen total blöden Unsinn. Also, wenn ich länger schlafe, ist das auch gut für meine Eltern. Das war jetzt die schlechteste Ausrede seit Menschengedenken, aber naja. Ich hoffe, mein Video hat dem einen oder anderen geholfen. Ich befürchte, es hat nicht viel geholfen, weil ich komme mir heute vor wie ein Matschekuchen. Vor allem habe ich gerade die ganze Zeit einen Hasen, der da an Türen irgendwie rumkriegt. Das ist echt ablenkend. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Mittwoch. Wir sehen uns. Das meinte ich, wenn man zu früh aufsteht, dann macht man Unsinn. Ich habe den, glaube ich, ein bisschen zu früh geweckt. Der versucht da mit aller Gewalt unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Jetzt kriegt er sie auch. Sollte ich eigentlich nicht machen, erzieherisch, aber naja. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Mittwoch. Ich bin jetzt sicher wieder wach, weil geweckt vom Karnickel. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch ist. Habt ihr auch diese dummen Sprüche bekommen, oder geht's nur mir so? Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die welp.outlook.com. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Mittwoch. Wir sehen uns dann wieder am Freitag. Bis dann. Ciao!